Liebe Leute, willkommen zurück. Willkommen wieder zu einem kleinen Spiel, was wir uns zusammen anschauen werden. Mal sehen, wie es ist. Ja, das heißt Mars Tactical Base Defense, wie der Name schon sagt. Ein Defense-Spiel, das heißt, wir bauen eine Basis auf, wahrscheinlich. Und müssen uns auf dem Mars diesmal, nicht auf der Erde oder sonst wo, gegen Horden von Untoten erwehren. Also so vom Spielkonzept bekannt. Und Kampagne, Gefecht, wahrscheinlich müssen wir erstmal die Kampagne starten. Also das ist eine Demo. Das heißt, ihr könnt die euch auch runterladen und ebenfalls testen. Oder ihr könnt natürlich auch hier zuschauen, wie ihr wollt. Oder beides machen. Wir starten mal ein neues Spiel. Mal sehen, wie weit es überhaupt geht. In der Demo. Zitter Frost. Starten. Bitte warten Sie. Sicherheitsverifizierung läuft. Zugriff bewilligt. Willkommen, Commander. Sie erhalten in Kürze vertrauliche Informationen zu Ihrer Mission. Das Kolonisationsteam der ISS Aurora leistet bedeutende Arbeit, die erste menschliche Siedlung auf dem Planeten Mars zu errichten. Diese repräsentiert einen Höhepunkt menschlicher Pionierarbeit und ihr Erfolg oder Misserfolg wird weltweit drastische Auswirkungen haben. Inmitten der Vorbereitung sind die Erkundungsrover auf nicht identifizierte Gefahr gestoßen. Alle Maßnahmen der Erstbesiedlung wurden vorerst aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Ein Spezialistenteam wurde beauftragt, die betroffenen Areale zu lokalisieren. In Folge wurden mehrere architektonische Strukturen entdeckt. Materialproben geben Hinweis auf einen irdischen Ursprung. Spezifische Analysen datieren das Baumaterial auf das Jahr 1960 und deuten auf einen nicht erklärbaren sowjetischen Baustil hin. In den Gefahrenzonen wurden zudem unidentifizierte Objekte ausfindig gemacht. Offenbar technische Gebilde, die bedeutsame Informationen beinhalten könnten. Zwecks deren Analyse ist Dr. Sasha ihrem Team zugeordnet. Auf Basis der gesammelten Daten haben wir einen Missionsplan erstellt, der sich auf 20 Standorte konzentriert. Ihr primäres Ziel ist das Ausschalten aller Bedrohungen an diesen Standorten. Sekundär gilt es, den Ursprung aufzuklären, um in Zukunft absolute Sicherheit gewährleisten zu können. Bei ihrer Ankunft auf der ISSA erwartet sie ihr Team bereits an Bord der Revelation. Edgar Toman, ihr Captain, wird sie bei der Navigation unterstützen. Im Namen der ISSA wünschen wir Ihnen und Ihrem Team eine erfolgreiche Mission, Commander. Wir zählen auf Sie. Ja, das sind wir, oder? Das ist jetzt unsere Übersichtskarte, genau. Also die Russen waren es, ich wusste es. Das sind sie. In den 60er Jahren, die haben nicht bloß den Mond beschritten. Haben die überhaupt den Mond beschritten? Ich weiß es gar nicht. Aber den Mars haben sie dafür. Okay, wir können uns jetzt hier jetzt nicht groß bewegen. Das ist jetzt bloß, wenn wir die Maus bewegen. Das heißt, wir fangen einfach mal mit der 1 an. So, wir haben landen, keine Crew verloren, kein Gebäude verloren. Das sind jetzt die Herausforderungen. Wenn wir die schaffen, ist okay. Mars-Spaziergang. Okay, das bedeutet, was ist das jetzt? Ach so, das ist das, was wir erreichen wollen. Gut, das weiß ich nicht. Und ich nehme an, das ist jetzt... da kann man sich dann verschiedene Unterstützung einbauen. Okay, und hier kann man nicht draufklicken, dann machen wir einfach mal Start. Also was ich gut finde, ist zumindest erstmal, dass es alles in Deutsch ist. Das finde ich erstmal nett. Commander, ja. In 5 Minuten erreichen wir unbekanntes Gebiet. Ich werde sicherheitshalber noch vor der Grenze aufsetzen. Wir wissen nicht, was da draußen auf uns lauert und mit wie vielen wir fertig werden müssen. In jeder anderen Situation wäre Vorsicht die beste Maßnahme, aber hier muss es schnell gehen. Wenn diese Kreaturen einen kleinen Rover finden, wird es nicht lange dauern, bis sie uns aufspüren. Gut, alles klar, mache ich. Ich mache einfach mal mit, Junge. Du bist hier der Chef wahrscheinlich, hast mehr Plan. Das sieht gut aus. Sie sprechen
sprechen mit Ihrem Schiff, Captain? Es gibt schlechtere Gesprächspartner. Ja, da recht. So, warte mal kurz. Ich will jetzt erstmal. Ja, ich wollte mal zoomen, reinzoomen und mit der Maustaste kann man hin und her. Das ist cool, ja, das ist cool. Ich kann rauszoomen, alles klar. So, was machen wir jetzt? Rechte Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen. Ach so, na, das hatte ich ja gerade gemacht, genau. Dann können wir halt die Position verändern. Alles klar. Zack. Okay, das ist sozusagen. Commander, wir verfügen momentan über 3 Energiehubs in unserem Lander. Platzieren Sie diese, um ein Stromnetz für unsere Gebäude zu erzeugen. Die Ingenieure waren klug genug, ein unterirdisches Design zu wählen, damit die Hubs nicht angegriffen und beschädigt werden können. Achten Sie stets darauf, die Hubs an strategisch sinnvollen Stellen zu positionieren. Jo, machen wir doch. So, Energie, alles klar. Bauen und dann haben wir hier so eine Fläche. Einfach hin, klicken, cool. Bauen Sie als nächstes einen Extraktor auf das Kristallfeld, um mit dem Abbau von Baumaterial zu beginnen. Selektieren Sie dazu ein Energiehub und wählen Sie den Extraktor aus. Das Kristallfeld muss innerhalb des Hubradius liegen, um den Extraktor platzieren zu können. Gut, das heißt, wenn ich hier drauf klicke, da kann ich nur die Basics machen. Und hier geht's dann weiter mit Extraktor. Bauen Sie nun unseren ersten Verteidigungsturm. Selektieren Sie einen Energiehub und wählen Sie ein Geschütz aus. Eliminiert nahe Gegner durch schnelle und präzise Kugeln. Ah, die muss ich besetzen. Muss jedes Gebäude von einem Crewmitglied besetzt werden. Selektieren Sie Ihre Crew im Lander oder nutzen Sie Shortcut C, um das Crew-Tool zu aktivieren. Anschließend klicken Sie auf das Geschütz und den Extraktor, um Ihre Crew zu diesen Gebäuden zu schicken. Mhm. Mit Rechtsklick beenden Sie das Tool wieder. Verstanden? Okay. Wie viel haben wir jetzt? 3 noch übrig? Okay. Gut. Wie sieht es aus, wenn er besetzt ist? Da sitzt er da drin, ha? Cool. Unser Radar hat nördlich und südlich kleinere Rudel von Ausläufern erfasst. Oh. Wir müssen uns mit dem Aufbau der Basis beeilen, damit sie uns nicht überrennen. Okay. Viel wichtiger ist, dass wir diesen Monolithen analysieren. Achten Sie auf Pausen zwischen den Angriffen. Wir können die Gelegenheit nutzen, um jemanden von der Crew zum Monolithen zu schicken. Okay, warte mal, dann machen wir das so. Neuer Gegner, was ist das? Erstmal besetzen und dann tun wir einen analysieren. Ne? Rechtsklick, was macht der? Ah, super, 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 super hier. Das ist ja kein Widerstand hier. Ich weiß nicht, ist die Musik ein bisschen laut? Gut, da kommt ein neuer. Wahrscheinlich ein Geschütz reicht gar nicht, ja? Oh, das wird knapp. Na, geht gerade so. Aber warte mal. Wie braucht man da 200? Komm los. Schaffst du? Okay, die wollen gar nicht das Geschütz, ne? Gegner nähert sich. Okay, wie viele Rohstoffe kriege ich denn eigentlich? Ich habe jetzt hier. Das geht langsam, ne? Warte mal. Machen wir Doppelgeschütz, ne? Die Frage ist nur, habe ich überhaupt noch. Eine Person habe ich noch. Okay, und wir machen folgendes. Hier haben wir wieder. Nee, ich brauche 200. Ich habe 129. Das wird schon. Der baut jetzt ab. Hey, schießen, Kollege. Radius ist nicht sehr hoch. Okay. Wahrscheinlich muss man das dann auch ein bisschen gestaffelt machen. Ne? Also mal vielleicht überlappen. So.
Bau abgeschlossen. Okay, und wenn wir das besetzt haben, also wenn das hier unten fertig ist, schiebt man den dann da hoch. Gut. Wir haben den Monolithen. Oh. Jetzt kann ich mit meiner Analyse beginnen. Warte. C, rein. Oh. Oh. Oh, die sind durch. Kann ich das abbauen? Verkaufen? Unsere Basis wird angegriffen. Genau, das ist schlecht. Das ist schlecht. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, ich weiß, ich hab's gehört. Komm, klär das. Oh nee, 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 nee. Alter. Fuck. Unsere Basis wird angegriffen. War abgeschlossen. Okay. Das heißt, das ist ja hier. Unsere Basis wird an neue Aufgabe. Bauen Sie die Notfrontkappe. Was soll ich machen? Der Gefahrenindikator im Norden wurde deaktiviert. Aus dieser Richtung erwartet uns also nichts mehr. Okay. Sie sollten unsere Gebäude im Norden verkaufen, sobald sie soweit sind. Wir können Crew und Baustoffe gut gebrauchen, ja, um ja, Südfront ja, zu fahren. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Okay. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. Was? Gescheitert. Das war aber jetzt nicht so, das war einfach. Herausforderung? Ich habe alles verloren. CCCP. Ja, ich wusste es. Okay. Neustart fortsetzen. Also, ich würde Neustart machen. Das heißt, wir müssen, naja, die Herausforderung, ja gut, das müssen wir doch schaffen, hä? Ist ja nur nicht so wild. Ja, 5 Minuten erreichen wir unbedingt. Ist okay, ich kenne die Infos. Fortsetzen. Yep. Alles klar. So, wir wissen Bescheid. Schön sagte wer. Schön sagte. Sie sprechen mit ihrem Schiff. Leertaste, Leertaste. Halten Sie die rechte Maustaste. Ja, ja. Bewegen Sie die Maus. Scrollen Sie das Mausrad, um zu zoomen. Gemacht. Super. Hab ich gemacht, hallo. So, halten so. Sie die mittlere Maustaste gedrückt und bewegen Sie ja, Sie super, V, alles klar. Neue gut. Aufgabe. Platzieren Sie 3 Energiehubs. Wird gebaut. Commander, wir verfügen momentan über 3 Energiehubs in unserem Lander. Platzieren Sie diese, um ein Stromnetz für unsere Gebäude zu erzeugen. Die Ingenieure waren klug genug, ein unterirdisches Design zu wählen, damit die Hubs nicht angegriffen und beschädigt werden können. Ja, 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 ich will hier das machen. Bauen Sie einen Extraktor. Wird bauen Sie als nächstes einen Extraktor auf das Kristallfeld, um mit dem Abbau von Baumaterial zu beginnen. Selektieren Sie dazu ein Energiehub und wählen Sie den Extraktor aus. Mhm. Neue Aufgabe. Bauen Sie ein Geschütz. Bauen Sie nun unseren ersten Verteidigungsturm. Selektieren Sie einen Energiehub und wählen Sie ein Geschütz aus. Geschlossen. Neue Aufgabe. Besetzen Sie Ihre Gebäude. Außer den Energiehubs muss jedes Gebäude von einem Crewmitglied besetzt werden. Selektieren Sie Ihre Crew im Lander oder nutzen Sie Shortcut C, um das Crew-Tool zu aktivieren. Anschließend klicken Sie auf das Geschütz und den Extraktor, ja. Um Ihre... Ja, ja, ist okay. Unser Radar hat nördlich und südlich kleinere Rudel von Ausläufern erfasst. Alles klar. Wir müssen uns mit dem Aufbau der Basis beeilen, damit sie uns nicht überrennen. Ja, ja. Viel wichtiger ist, dass wir diesen Monolithen analysieren. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das haben wir ja gesehen, wohin das... Ich will hier mal weg. Hallo? Okay, das Geschütz, das ist dort klar. Das heißt... warte mal, wir machen das so. Hm? So. Genau, damit ist das erstmal safe. Rein damit. So. Die decken sich ein bisschen. Und dann machen wir das hier. Wir brauchen 200. Also ich denke mal, 2 ist eigentlich erstmal okay. Meine Munition verbrauche ich ja nicht, oder? Also
Genau, hier und die, genau, die decken sich. Alles klar, so machen wir das. 200 immer noch nicht. Die kriegen eine von Latz und der andere, der erklärt den Rest. So, machen wir bitte 200. So, Dings. Gegner nähert sich, wird gebaut. Okay. Bau abgeschlossen. Und drauf, komm, was geht's? Haben wir noch? Einen haben wir noch, Sister, genau. Los geht's. Super, mach das weg. Und sehen, ob es jetzt. Wenn wir die erste. Wenn wir die erste Welle halten, dann ist eigentlich okay. 200. Gut, super. Super, super, super. Schneller, aber die halten das, denke ich, auf. Kriegen wir eigentlich von den Punkten? 150, 60, nicht so viele, kommen noch einmal. Us. 200. Jetzt, okay, dann machen wir das so. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. So. Ja, jetzt. So, warte mal, kann ich das jetzt irgendwie eigentlich ausbauen? Nee, das ist jetzt nur der Hub. Lazarett, halt verwundete Crewmitglieder im Lander. Okay, und das ist was? Schildschützen. Ach ja, okay, aber. Bauen Sie die Notfront ab. Okay. Der Gefahrenindikator im Norden wurde deaktiviert. Aus dieser Richtung erwartet uns also nichts mehr. Sie sollten unsere Gebäude im Norden verkaufen, sobald sie soweit sind. Hm. Wir können Crew und Baustoffe gut gebrauchen, um die Südfront zu stärken. Na gut, ich mach das mal hier. Warte mal, wir tun die mal gegenseitig safe machen. Vielleicht ist das ja wichtig und das werden wir mal untersuchen. Warte mal, nee. C. So, ha? Okay. Jawohl, drei Türme. Ja, yeah, super. Na da, also, okay, also drei Türme ist, glaube ich, ein Muss. Ich hoffe mal, dann gibt es später noch coolere Türme. Los, komm, klär das. Jawoll. Okay. Kann man das reparieren eigentlich irgendwie? Repariert er sich automatisch? Achso, okay. Okay, wir haben Fuß gefasst. Der Weg vor uns ist noch lang, aber den ersten Schritt haben wir hinter uns. Mein Herz hört nicht auf zu rasen. Es ist eine Sache, die Berichte zu lesen, aber sie so hautnah zu sehen. Was zum Teufel ist nur mit diesen Leuten passiert? Wenn wir uns an die Arbeit machen, könnten wir das sogar herausfinden. Crew verloren? Kein Gebäude? Ja, super. Ha, klappt. Alles erreicht. Gut wie neu sogar. Okay, was haben wir jetzt gekriegt? Wahrscheinlich irgendwie ein neues Feature, was wir einbauen können. Gut, also ich würde mal sagen, wir können ja nochmal in das andere reinschauen. Hä? Wollen wir nochmal in das andere reinschauen? Neuer Perk, da könnten wir doch. Kann man das nie machen irgendwie? So gut wie neu. Minus 8 Reparaturkosten. Okay, ach, das ist freigeschaltet. Okay, nehmen wir das. So, wir schauen nochmal hier rein. Die Mission. Okay, von zwei Seiten. Im zweiten Gebiet an. Ich werde in der Nähe der Krater landen, um sie in zwei Gruppen aufzusplitten. Dank der Upgrades, die unsere Ingenieure gerade fertiggestellt haben, sollten wir sie unter Kontrolle bekommen. Sehr schön. Das hoffe ich auch. Okay, von wo kommen die? Also ich schnurre direkt drauf zu. Das heißt, wir machen erst... Gea, wartet doch mal, kurz. Ich werde mehrere dieser Monolithen untersuchen müssen, um aussagekräftige Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Wenn wir Antworten haben wollen, müssen wir uns die Zeit nehmen, sie einzusammeln. Noch lange kein Grund, Risiken einzugehen, oder? Befinden wir uns auf derselben Mission? Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Es werden einfach nicht weniger. Commander, wir müssen größere Geschütze auffahren. Okay. Wenn wir den Extraktor ausbauen, können wir schneller Baumaterial herstellen und unsere Waffen verstärken. Neue Aufgabe. Extraktor? Bauen Sie den Extraktor aus. Extraktor war hier, oder? Okay. Fehlt mir was, oder was? Hab ich irgendwas vergessen? Ist ein Fehler gemacht. Wenn ich das nehme, wenn ich das mache. Alle hab's in Verwendung. Reicht das nie aus? Bauen minus 250, müsste doch gehen. Okay, warte mal. Nehmen wir das. Warte mal, nee, wenn ich das ausbaue. Okay. Gehört, mir fehlt Kram, aber ich würde das gern wegmachen. Kann ich das wegmachen? Okay. Warte mal, wenn ich das hier hin mache. Warum geht das nicht? Lass mal das halt hier. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich muss das hier, das, wieso geht das nicht? Okay. Wir haben nicht genug Baustoffe, um unsere Verteidigung schnell genug auszubauen. Ja. Sie sollten die Crew aufs Feld schicken. Schließlich sind alle mit Waffen ausgestattet und können uns zumindest vor kleineren Angriffen schützen. Ach, auf dem Weg. Neue Aufgabe. Per Crew an. So, okay. Jetzt will ich mal was probieren. Das war jetzt wahrscheinlich Fail von mir. Ich das nehme. Warte mal, ich muss das verschieben. Ich muss das hier mal ein bisschen hier hinterschieben. So, ha? Oder? So, und jetzt mache ich das. Ja, endlich. Das war ein Fehler. Mist. Nur die Fehler hier. Das ist schlecht. Du gehst hier rein. Wir brauchen dich dort. Drei Mann, wie viel haben wir hier noch? Okay, drei müssen reichen erstmal. Okay, also erstes immer Rohstoffe, das war Mist. Oh Gott. Okay. Sehen Sie die? Die in den Raumanzügen. Wovor auch immer Sie sich schützen wollten. Ach! Offensichtlich ist es Ihnen nicht gelungen. Ach, okay, das war's schon wieder. Okay, das war's. Okay. Na gut, also wir sehen, das ist gar nicht so einfach. Das heißt, wir lassen uns erstmal vernichten und dann, also wenn du nicht am Anfang, also sobald du einen Fehler machst, ist es verloren. Du kannst keine Fehler machen. So, machen wir mal schnell und das war's. Alles klar. Yep. Der Russe hat gewonnen. Also liebe Leute. Nicht schlecht, also finde ich nicht schlecht. Gefällt mir. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.